Ana Ruj, Sie haben die silberne Medaille gewonnen in den Diskus. Wie ist Ihr Gefühl? Ja, ich bin leider sehr unzufrieden mit dem Wettkampf. Ich hätte gern ganz oben gestanden. Vom Resultat 61, da kann ich im Training mehr werfen, von daher bin ich nicht zufrieden. Sie haben ja dieses Jahr schon über 66 geworfen. Was ging nicht gut diesen Wettbewerb? Ja, ich habe das Gefühl, mir fehlt ein bisschen der Schuss. Ich habe nicht so das Gefühl für meine Bewegungen gehabt und von daher glaube ich, kann ich eigentlich viel mehr werfen. Ja, weil ihr habt Glück gehabt, es hat nicht geregnet heute, das war schon mal schön. Genau, also beim Einwerfen hat es kurz genieselt, aber ich bin auch froh, dass es trocken geblieben ist. Haben Sie, ja, Sie waren es vor 2 Jahren schon, haben Sie hier Gold gewonnen. Jetzt ist es dann Silber. Wie hoch waren die Erwartungen hier? Ja, ich wollte das von Tampere natürlich wiederholen und die Goldmedaille holen, aber ja gut, ist halt so. Wie es da nicht gegangen ist nach letztes Jahr, mal nach den ersten 3 Würfen, haben Sie dann gepanikt oder was ist passiert? Nee, ich wurde auch nicht fest. Oft ist es mir ja gelungen, im 6. Versuch nochmal einen rauszuhauen, heute leider nicht, von daher, ja. Was steht jetzt noch auf dem Programm, die Weltmeisterschaften in Peking? Ja, wir haben in 2 Wochen deutsche Meisterschaften in Nürnberg. Da geht es dann, sich für Peking zu qualifizieren. Und dann müssen wir weitersehen, wie es klappt.